Ich wäre wirklich lustig zu sehen, was Gisela dazu sagt. Ficken. Ich bin natürlich ein. Gisela wird nicht mit IE geschrieben. Gibt es denn keinen Abonnenten, der schreiben kann? Nicht mal der kann schreiben. Zeit wird nicht mit IE geschrieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Heute zu der nächsten Folge von Tourette reagiert auf euch. Die letzte musste ja leider aufgrund von rechtlichen Gründen entfernt werden. Genau, die letzte. Fick euch, YouTube. Die letzte mussten wir leider löschen. Aber dieses Mal wird das nicht passieren. Genau, ihr habt uns wieder einige Fotos zugesendet. Und die Besonderheit dieses Mal ist, ich habe bei dem Aufruf, den ich auf Instagram gepostet habe, dazu geschrieben, dass jeder von euch uns einen kleinen Text über sich schreiben soll oder sein Lieblingszitat, habe ich geschrieben, oder etwas zu unserem Kanal. Ah, das ist ja auch mal interessant, dann habe ich schon mal so ein paar Background-Informationen. Ja. Und genau, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Nee. Und nicht? Doch. Und wünsche euch wie immer sehr viel Spaß dabei. Diese Lüftung in der Tankstelle war für alle nicht möglich zu putzen. Ich habe mich der Aufgabe elegant gestellt. Und hat uns das Foto dazu geschickt. Kannst du nicht richtig schreiben? Du schreibst ja wie der Tim. Ja, ich bin auch nicht so das Grammatikalische. Heute kriegt jeder Vollidiot Abitur. Risikoreiche Aktion, die lang. Ich habe mich nicht so auf die Leiter gestellt, auf jeden Fall. Ich hätte dich auch geschubst, ganz aus Versehen. Dies ist ein Foto von mir, bin 23 Jahre Musiker, ich finde euch einfach super und schaue euch jedes Video gerne. Macht bitte weiter so und dieses Mal muss ich einfach dabei sein. Warte schon darauf, da ranzukommen, will unbedingt wissen, was wie Gisela auf mich reagiert. Das ist gar nicht gruselig. Aber das ist krass, weil ich glaube, da wo er uns das Foto geschickt hat, war das erste Mal, wo wir dieses Format gemacht haben. Am 13. Dezember haben wir es. Ach, das. Nee, das ist. Ja, nee, das. Stimmt. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Das tue ich eh immer. Aber das ist ja dann schon keine Weihnachtsstimmung mehr, ne? Am 13.12. Obwohl, doch, natürlich. Das ist die Adventszeit. Stimmt, natürlich. Ich dachte gerade 13.1. Die 12 steht nämlich für den Januar, wie man das auf der Hebo-Schule lernt. Hä? Ich bin der Tim, ich kann jetzt meinen Namen tanzen. Kannst du das eigentlich? Ich kann das nicht. Nein, ich weiß nicht, wie das J geht. Irgendwie so oder nicht? So? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Genau, so geht das J. Stimmt. Stimmt, gut, dass du mir gezeigt hast. Okay, vielleicht, also ihr könnt einen Daumen hoch geben, wenn ihr mal Bock auf das Video habt, wie wir unseren Namen tanzen. Und die Nachnamen auch, weil dann wird es erst richtig lustig. Boah, ja, stimmt, bei unseren Nachnamen. Hallo, ich heiße Nadine, ich schaue echt jedes Video von euch und würde mich freuen, wenn Gisela mal über mich reagiert. Es haben übrigens sehr viele Leute geschrieben, dass sie jedes Video von uns schauen. Also wir scheinen... Das hoffe ich doch. Und ihr lasst bitte die Werbung durchlaufen. Eine sehr jeder, der einen Adblocker hat, wird von mir angezündet. Eine sehr aktive Community haben wir auf jeden Fall. Welche Bezeichnung hat dein Gendefekt? Fürs Video liebe Grüße, fand den Blick von meinem Hund da ganz witzig, hoffe das Bild hat eine Chance. Mal gucken. Der Hund ja, dein Gesicht nein. Ich glaube, du hast Skoliose. Genau, ich hatte nämlich doch dazu geschrieben, ihr könnt uns auch euer Lieblingszitat schicken und das hat sie gemacht, sie hat es geschickt. Ha! Dear self, even on your worst days, you are okay. Das ist doch mal eine gute Motivation. Nee, ich will nicht, dass die Alte gezeigt wird. Soll ich sie rausschneiden? Mit schwarzem Balken ist okay. Pommes! Wollte euch mal sagen, dass mir eure Videos echt super Laune machen und dass ich euer Lied extrem gut finde. Vielen, vielen Dank. Danke. Das mit dem Lied freut uns natürlich sehr, weil wir daher nicht wussten, wie das ankommen wird am Anfang. Aber das hat jetzt, glaube ich, auch schon über... Ich glaube, das hat schon 1 Million Streams auf Spotify mittlerweile. Und irgendwie 1,2 Millionen... Halt's mal, du laberst immer das Gleiche. Da! Hund oder Waschlappen? Ich bin ja so froh, dass alles beachten, die Bilder ohne Filter zu schicken. Na! Aber das ist ja wenigstens nicht so ein starker Filter. Glaubst du, die ist echt so hässlich? Ich bin Caro, 22 Jahre alt und ein Admin dieses Accounts. Millionen Kokoschlampe. Erstmal schöne Grüße, danke, dass du einen Fan-Account gemacht hast. Uns freut uns das immer mega, wenn wir sehen, dass es schon so viele Fan-Accounts gibt oder so viele Accounts, die ihr erstellt habt. Wenn ihr rote Haare habt, schickt den Tim Nacktbilder. Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Ja, ein bisschen. Das Bild ist heute mit meinem besten Freund eher spontan entstanden und meine Pose war eher erotisch gemeint. Arschloch. Hey, ich liebe dieses Format von euch mega und erhoffe mir übelst beleidigt zu werden. Okay, ist auch interessant, dass man sich sowas erhofft. Die Aufnahmen mit dem Tieren sind immer wieder gut, vor allem glaube ich, dass nichts mit Hühnern bislang vorkam. Das letzte Foto ist aus dem Affen- und Vogelpark in Eckenhagen entstanden. Schreib keinen Roman, Vollpfosten. Hässlicher Affe links auf dem Bild. Das letzte Gott sei Dank kein Corona. Ach, das ist das mit dem...
Genau. Das ist das mit den Hühnern. Vögelnhaus. Selbst die Hühner haben mehr Emotionen. Und die haben nur einen IQ von 15. Hashtag NoFilter. Bla 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 bla. Jasmin, 25 Jahre jung, hab zwei Käterchen. Lieblingszitat: Der kürzeste Weg zu dir selbst führt einmal um die Welt. Das ist voll der Umweg, du dummes Stück. In jeder so, noch so doofen Situation, die einen schlechte Laune bringt, muss ich sagen, schaue ich mir eure Videos an und bin mir manchmal echt dabei, den Piep abzulachen. Arsch! Dazu muss ich aber auch sagen. Arsch abzulachen. Obwohl. Siehst du, er kann gar nicht lesen. Wer macht dann Karneval Breakdance on the floor? Also, es ist wirklich krass, wie schnell das geht. Vor allem, wann haben wir die 1,7? Da gibt's Schoki für dich. Du willst das, du musst du nehmen. Ich will. Mit Papier. Ich hab doch schon. Und dazu hat sie uns dieses Foto gesendet. Du hässliches Gurkenkind. Hallo, mein Name ist Jack, ich mache auch YouTube, bin Rapper und Grüße gehen raus an meine Familie. Du bist Rapper? Dazu hat er uns dieses Foto. Das glaube ich dir nicht. Dazu hat er uns. Das Bild ist übrigens entstanden, als wir unsere letzte Prüfung für das Wintersemester geschrieben hatten und das gefeiert haben. Da weiß man nicht genau, von welchem Kontinent die kommt. Oder ist das eine Mischung? Ich hoffe, du bist wieder gesund und Jan geht es auch gut. Ja, ich bin. Mir geht's gut und der Tim lebt leider immer noch. Ganz liebe Grüße aus Bayern, Nina. PS, geh mal eher schlafen. PS, geh mal arbeiten, du Schlampe. Und dazu hat uns dieses Foto geschickt. Oh, Katzenfleisch. Das auf dem Bild ist ein Geschenk von meinem Bruder zu meinem 18. Geburtstag gewesen und gleichzeitig eine Erinnerung an meinen Freund. Er ist mein Panda. Das hilft sehr, die. Okay, das ist sogar für uns gruselig. Sollen wir sowas auch mal machen? Hast du mich immer hier? Ach so, und wir machen da Kuscheltiere von uns. Das hilft sehr, die Fernbeziehung zu überstehen, das glaube ich. Ich habe dann Sex mit dem Kuscheltier. Okay. Ich weiß nicht, ob es das möchte. Ich will das. Ich finde, Fernbeziehungen generell können, glaube ich, sehr schwierig sein. Und das ist auch. Deswegen hat sie ja auch Sex mit einem Kuscheltier. Wenn es auf sehr weite Distanz ist. Hey Tim, ich bin 22 Jahre alt und damit volljährig und sende dir mein Bild von meinem Urlaub in Teneriffa. Fände es super, wenn du das Bild mit in eurem Video nehmen würdest. Wäre spannend, was Gisa dazu sagen würde. Ist zwar nicht das witzigste Bild, aber wäre bestimmt spannend. Und dazu hat sie. Das ist echt nicht das spannendste Bild. Lieber Tim, hier ein Foto für euer neues Video. Das bin ich mit meiner Katze Naseweiß. Nehmt die Koks oder was? Den Namen fand ich richtig süß. Finde eure Videos so unterhaltsam und da ich heilpädagogisch studiere, ist es für mich auch besonders spannend, wie mit dem Tourette-Syndrom umgegangen wird, auch in den Medien. Ich glaube, die nehmen beide Koks. Liebe Grüße an euch, ihr seid einfach klasse, macht weiter so. Durch euch habe ich so vieles über die Erkrankung gelernt und kann jetzt auch in meinem Leben. Ja, Chantal, aufziehen. Schön für dich. Kuss geht raus und Video mit Unge wäre schön. Wird es auf jeden Fall, denke ich, noch wenn geben. Wenn wir nach Madeira zurückkehren, machen wir das auf jeden Fall nochmal mega gerne. Nur damit der Rothaarige ein bisschen Fame bekommt. Hey, ich heiße Alida, bin 18 Jahre alt und liebe euch und eure Videos. Auf diesem Foto habe ich leider beim Bowlen manche Kegel nicht getroffen. Wir sind beide nicht so gut, was sowas angeht. Aber ich bin noch besser. Ja, das kann sogar sein. Ja, immer. Okay. Fick dich! Fan vom Kegeln als vom Bowlen. Das ist nicht Germany's Next Topmodel, das ist Leben oder Tod. Ich bei der Arbeit im Labor, bin in der Gerichtsmedizin. Hallo, ich bin die Chantal, ich habe gerade eine Leiche aufgeschnitten. Bin auf 19. Gerichtsmedizin finde ich ja mega interessant. Tim will Leichen aufschlitzen. Nee, also ich. Doch! Michael Schumacher einen Moment vorher. Wir wollten unbedingt Jan Giese das Skispringer nachmachen. Hallo, lieber Tim. Du Fötzchen. Lieber Tim, ich bin schon volljährig, so wie man erkennt. Ich bin einverstanden, damit gezeigt zu werden. Ich bin Paul und habe das Bild von meinen Enkeln machen lassen, weil sie es lustig finden, mit dir Späße zu machen. Wie schön. Wenn das Bild hässlich wird, wirst du enterbt. Tom Cruise in 30 Jahren. Ägyptenurlaub, hat sie einfach nur zugeschrieben. Zu Besuch beim fickenden Pharao. Ach ja, das war auf so einer Schiffstour wahrscheinlich. Boah, ich wollte auch gerne mal so. Ich glaube, das ist ein Fahrrad. War ich vor 5 Jahren, hatte einen Tumor im Rückenmark. Ja, Krüppel! Und habe mich über einem Jahr wieder auf die Beine gekämpft, sodass man es mir heute nicht mehr anmerkt, dass ich krank war. War eine heftige Zeit, in der ich aber viel gelernt und von der ich viel mitgenommen habe. Finde es klasse, wie ihr über Krankheiten im Beispiel von Jan redet, es als etwas ganz Normales darstellt und so die Hemmschwelle gegenüber außergewöhnlichen Menschen fickt. Senkt. Bin froh, dass es euch gibt. Dankeschön. Oh, vielen lieben Dank. Und krass, dass du dich so schnell wieder auf die Beine gekämpft. Die hätte ich ein Rad geklaut. Ach du Scheiße, die hat die Krätze. Entstanden im Zoo Neuwied, da haben wir auch schon gedreht. Mhm. Der Affe namens Marlock kennt mich, da ich dort. Hä?
Zeichensetzung ist für dich wohl ein Fremdwort, du scheiß Legastheniker. Kennt mich, da ich dort mal gearbeitet habe, deshalb gab er mir die Hand. Das fand ich richtig süß. Das sind wohl deine Artgenossen, die können mal besser Zeichensetzung als du. Ich fand das richtig süß, das Foto. Auf dem Bild verzehre ich nur unschwer. Für die Kinder kann es doch schon mal aus der Dose sein. Ein Mettbrot. Dieses schickte mit Leberwurst. Vor ein paar Wochen einer Freundin, welche zur selben Zeit auch eins gegessen hat. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Ciao. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I want